Hallo, mein Name ist Preuß, Matthias Preuß. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Nachdem wir uns im letzten Video mit dem Kaufvertrag von Privat beschäftigt haben und da durchgegangen sind, welche Rechte habe ich, soll es in diesem Video darum gehen, den Kauf von einem Unternehmer, also ein Privatmann kauft ein Fahrzeug von einem Händler, gehen. Diese Rechte und Pflichten sind erheblich weiter gefasst als bei einem Privatverkauf. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, zwei Videos zu machen. Und hier und heute jetzt der erste Teil. Wie gesagt, wir reden davon, dass ein Unternehmer, ein Autohändler ein Fahrzeug an Privat verkauft. Und wir wollen der Sache nachgehen, welche Rechte stehen denn jetzt dem Käufer zu. Grundsätzlich kaufen natürlich die meisten Leute bei einem Händler ein Fahrzeug, weil sie da die gesetzliche Gewährleistung haben. Das heißt, ein Gewährleistungsausschluss, dass die Gewährleistung ausgeschlossen wird, ist bei einem Kauf von einem Händler nicht möglich. Selbst wenn der Händler in dem Vertrag einen Gewährleistungsausschluss aufnimmt, ist dieser unwirksam. Diese Gewährleistung hat zur Folge, dass der Händler grundsätzlich für Mängel an dem Fahrzeug haftet. Was ist ein Mangel? Ein Mangel liegt dann vor, wenn das Fahrzeug nicht die übliche Beschaffenheit hat oder dem Fahrzeug eine zugesicherte Eigenschaft fehlt. Bei der üblichen Beschaffenheit muss man Abgrenzungen vornehmen zu der Frage, handelt es sich wirklich um einen Mangel oder ist das üblicher Verschleiß? Und das hängt auch ganz maßgeblich von dem Fahrzeug ab, das ich kaufe. Wenn ich ein Gebrauchtfahrzeug für 2000 Euro kaufe, das 15 Jahre alt ist und nach 3 Monaten stelle ich fest, da gibt es Flugrost unter der Beifahrertür, ist das kein Mangel, sondern man wird sagen, okay, das ist eine übliche Beschaffenheit eines 15-jährigen Fahrzeuges. Kaufe ich ein 2 Jahre altes Fahrzeug für 45.000 Euro, wird man genauso sagen müssen, nein, das ist ein Mangel. Ein 2 Jahre altes Fahrzeug hat unter der Beifahrertür kein Flugrost zu haben. Verschleiß fällt grundsätzlich nicht unter die Gewährleistung. Das heißt, wenn ich feststelle, nach 4 Monaten die Bremsbeläge sind runter. Das ist Verschleiß, das ist kein Mangel. Des Weiteren fällt unter den Mangelbegriff das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft. Diese findet man in den Kaufverträgen. Ja, solche Beschreibungen wie unfallfrei, wie Laufleistung 150.000 Kilometer, 3 Vorbesitzer oder wenn in dem Kaufvertrag drin steht TÜV neu, AU neu. Das sind zugesicherte Eigenschaften. Fehlt diese zugesicherte Eigenschaft, liegt ein Mangel vor. Ganz wichtig, grundsätzlich, der Mangel muss bei Übergabe des Fahrzeuges schon vorgelegen haben oder jedenfalls angelegt gewesen sein. Ich habe mal hier einen Zeitstrahl gemacht. Man sieht hier die Übergabe des Fahrzeuges. Hier habe ich eine 6-Monats-Markierung eingebaut, weil die ist wichtig. Bei einem Verbrauchsgüterkauf, das heißt, wenn ein Verbraucher von einem Händler ein Fahrzeug kauft, vermutet das Gesetz, das ist geregelt in § 477 BGB, dass der Mangel bei Übergabe schon vorhanden oder angelegt war, wenn sich der Mangel in den ersten 6 Monaten zeigt. Das heißt, Sie kaufen ein Fahrzeug am 1.1. eines Jahres, am 31.3. stellen Sie einen Mangel fest, dann vermutet der Gesetzgeber, dass dieser Mangel bei Übergabe schon vorgelegen hat. Es ist also eine Beweiserleichterung für den Käufer. Das schließt allerdings nicht aus, dass der Verkäufer beweist, dass dieser Mangel bei Übergabe noch nicht vorgelegen haben kann. In der Praxis ist es allerdings fast immer so, dass wenn sich der Mangel in den ersten 6 Monaten zeigt, dass dann der Käufer sehr gute Chancen hat, seine Gewährleistungsrechte durchzusetzen.
In einem zweiten Schritt muss man unterscheiden, handelt es sich bei diesem Mangel an dem Fahrzeug um einen behebbaren oder um einen nicht behebbaren Mangel? Bei einem behebbaren Mangel gibt es nämlich den Vorrang der Nachbesserung. Das heißt, wenn an dem Fahrzeug ein Mangel ist und dieser Mangel beseitigt werden kann, muss ich dem Verkäufer die Möglichkeit geben, diesen Mangel zu beseitigen. Viele Mandanten sprechen dann immer von, dreimal habe ich es versucht, es hat nicht geklappt. Gesetzlich geregelt ist aber, dass ich diese Nachbesserungen dem Verkäufer zweimal ermöglichen muss. Im Regelfall. Es gibt da durchaus Ausnahmen, aber grundsätzlich zweimal. Und schafft er es nicht, zweimal diesen Mangel zu beseitigen, habe ich weitergehende Rechte, die wir gleich besprechen. Eine oft gestellte Frage ist, wenn die Mandanten sich bei uns melden, wie muss denn jetzt das Fahrzeug eigentlich zu dem Händler kommen? Muss ich das hinbringen? Muss der Händler das Auto abholen? Ist ja oftmals so im Zeitalter des Internets, dass die Fahrzeuge bei einem Händler gekauft werden, der viele hundert Kilometer entfernt sein kann. Und da ist es so, dass grundsätzlich der Ort der Nachbesserung am Sitz des Händlers ist. Das heißt, grundsätzlich bin ich als Käufer verpflichtet, dem Händler das Fahrzeug zu bringen und ihm dort fortzuführen. Stellt sich nachher heraus, dass das Fahrzeug tatsächlich einen Mangel hatte, muss der Händler die Kosten übernehmen. Der BGH hat sogar festgestellt, dass der Verkäufer einen Vorschuss hinsichtlich der Transportkosten an den Käufer zahlen muss. Wenn diese Nachbesserung bei einem behebbaren Mangel fehlgeschlagen ist oder der Händler, was in der Praxis auch häufiger der Fall ist, eine Nachbesserung generell ablehnt, dann hat der Käufer zwei Möglichkeiten zu reagieren. Er kann entweder das Auto behalten und den Kaufpreis mindern, dann müsste man eben gucken, um welchen Preis hat sich das Fahrzeug jetzt durch den Mangel gemindert. Oder er könnte den Rücktritt vom Kaufvertrag erklären. Das heißt dann, da gehen wir später auch nochmal drauf ein, was genau heißt das, welche Rechte habe ich. Aber grundsätzlich geht das Auto dann zurück an den Händler und ich bekomme mein Geld zurück. Was man allerdings beachten muss, ist, es gibt da eine 5%-Regel. Das heißt, die Kosten der Nachbesserung müssen mindestens 5% des Kaufpreises betragen. Ansonsten, sagt der Bundesgerichtshof, besteht keine Möglichkeit des Rücktritts. Was ich natürlich auch noch habe als Möglichkeit, ich kann einen anderen Reparaturbetrieb mit der Reparatur beauftragen und kann dann die entsprechenden Reparaturkosten bei meinem Verkäufer geltend machen. Kommen wir zu den unbehebbaren Mängeln. Hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Unbehebbare Mängel, unfallfrei, Laufleistung, drei Vorbesitzer. Das sind unbehebbare Mängel, weil ich sie nicht wieder gut machen kann. Ja, wenn ein Fahrzeug einmal einen Unfall erlitten hat, kann ich zwar die Unfallspuren beseitigen, es bleibt aber ein Unfallfahrzeug. Wenn ich angebe, die Laufleistung beträgt 100.000 Kilometer, tatsächlich ist sie aber bei 150.000 Kilometer, kann ich auch das nicht rückgängig machen. Das gleiche gilt für die Zahl der Vorbesitzer. In einem solchen Fall eines unbehebbaren Mangels kann ich sofort meine Rechte geltend machen, weil eine Nachbesserung ja nicht mehr möglich ist. Also da kann ich sofort entweder den Kaufpreis mindern oder ich kann den Rücktritt erklären. Bei der Frage Rücktritt erklären, diese 5%, die wir hier uns angeschaut haben, bei einem behebbaren Mangel. Diese 5%-Grenze gibt es bei einem unbehebbaren Mangel nicht. Da ist die Rechtsprechung im Moment ein wenig im Fluss.
Man wird wahrscheinlich sagen müssen, ein Rücktritt ist nur dann ausgeschlossen, wenn es sich bei diesem unbehebbaren Mangel tatsächlich um eine Bagatelle handelt. Der Bundesgerichtshof hatte ein Verfahren, da war das Fahrzeug nicht unfallfrei, aber er kam zum Ergebnis, dass diese fehlende Unfallfreiheit eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat für den Wert des Fahrzeuges, weil das Fahrzeug relativ alt war und eine relativ hohe Laufleistung hatte. Wann verjähren denn überhaupt meine Gewährleistungsansprüche? Grundsätzlich verjähren die innerhalb von 2 Jahren. Also ich kann Ansprüche in jedem Fall innerhalb von 2 Jahren geltend machen. Allerdings müssen wir uns da nochmal dran erinnern, dass es grundsätzlich darauf ankommt, dass der Mangel bei Übergabe vorgelegen hat. Und je später sich natürlich der Mangel zeigt, desto schwieriger wird es darzulegen, dass der Mangel bei Übergabe tatsächlich schon vorhanden gewesen ist. Aber grundsätzlich 2 Jahre. Bei gebrauchten Sachen, also auch gebrauchten Fahrzeugen, kann ich die Gewährleistung auf 1 Jahr reduzieren, wenn ich es richtig mache. Ja, also da könnte der Verkäufer, wenn er die richtige Formulierung verwendet, die Gewährleistung auf 1 Jahr reduzieren. Unser Fazit für heute. Beim Kauf privat vom Händler ist Folgendes zu beachten. Grundsätzlich muss ein Mangel bei Übergabe vorgelegen haben. Wir haben die Beweiserleichterung in den ersten 6 Monaten. Zeigt sich da ein Mangel, vermutet das Gesetz, dass der Mangel bei Übergabe schon vorgelegen oder angelegt gewesen ist. Ein wie auch immer gearteter Gewährleistungsausschluss ist unwirksam. Ja, also da können Sie alles unterschreiben in dem Vertrag. Der ist per se unwirksam. Sollte ein Mangel vorliegen, ein behebbarer Mangel, muss ich zuerst dem Händler die Möglichkeit geben, hier nachzubessern. Sollte es ein unbehebbarer Mangel sein, kann ich gleich eine Minderung des Kaufpreises geltend machen oder den Rücktritt erklären. Und bei neuen Fahrzeugen könnte ich auch eine Ersatzlieferung fordern. Zu diesen einzelnen Punkten werden wir in Teil 2 unseres Videos noch genauer eingehen. Da erkläre ich Ihnen nochmal, was beim Rücktritt oder der Ersatzlieferung genau zu beachten ist. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.